Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Mit Augmented Strings bringen Arturia Strings raus. Und was das genau bedeutet, gucken wir uns jetzt an. Wenn du neu hier bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt und die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Mit Augmented Strings bringen Arturia einen String Sampler raus, beziehungsweise ein String Senti, beziehungsweise eine Mischung aus beidem, was ich ziemlich nice finde. Gerade wenn du so in diesem Urban Pop, Trap, Hip-Hop Kosmos unterwegs bist und so Samples quasi selber baust, dann wird dir das, glaube ich, richtig gut gefallen, weil das macht, da ist schon immer so dieses gewisse Etwas mit drin, was man sonst irgendwie über RC20 oder ähnliche Dinge erst da rein tun muss. Und das Beste daran, von heute bis zum 30. April gibt es dieses Plugin auch noch kostenlos auf der Seite von Arturia natürlich. Wenn du solche Infos nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal oder den Newsletter von Arturia. Okay, also so sieht das Ganze aus. Ein ziemlich einfaches Interface, würde ich sagen. Wir haben in der Mitte diesen einen fetten Knopf, der Morph-Knopf, der also wahrscheinlich die Instrumente zusammenmischt. Habe ich jetzt zweimal schon so gemacht in diesem Video. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar Effekte, einen Delay, einen Reverb, FX A und B. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben hier so einen Color-Button, was auch immer der macht, Time und Motion. Gucken wir uns gleich sehr, sehr genau an, aber als allererstes will ich natürlich hören, wie klingt das Ding, und dafür spiele ich mal hier ganz, ganz einfach das erste Preset ab. Ja, macht schon mal Spaß. Preset Nummer 2. Okay, Preset Nummer 3. Geil, also mir gefällt das auf jeden Fall richtig gut, wie es klingt, und auch, dass da so irgendwie String dabei ist und irgendwie auch noch andere Sachen. Drehen wir mal das einmal zu diesem linken Instrument. Ja, klingt wie so, ja, klingt wie Strings. Das ist nice, das macht richtig Spaß. Okay, was gibt's hier noch? Komm, wir klicken mal wie verrückt hier durch. Klick, 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 klick. Und was auch immer es ist, let's go. Oh, hört ihr, wie das ausklingt? Okay, aber damit machen wir jetzt nichts. Das ist nice. Okay, musst du jetzt erstmal selber ein bisschen rumspielen. Strings on Air gucken wir uns mal an. Wir drehen mal hier diesen Knopf einmal nach ganz links. Klingt auf jeden Fall nach einem richtig nicen Streicher. Dann das Ganze mal hier auf die andere Seite. Klingt auch nach einem Streicher. Und beide zusammen klingen.
Okay, aber jetzt ist es noch ein bisschen unfair. Hier ist noch sehr viel Delay und Reverb drauf. Die machen wir mal aus. Wir drehen hier alle Effekte einfach komplett runter. Und dann höre ich mir mal das linke Instrument nochmal an. Ja. Also schon mal. Schon mal insgesamt, auch ohne Reverb und ähnlichem, nice. Dann gucken wir mal, was dieser Effekt A hier macht. Ah ja, also Effekt A ist auch nur für Instrument A offensichtlich und ist sowas wie, ja, ich würde denken, ist ein Filter. Dann Effekt B macht auf dem Instrument A nichts, aber wahrscheinlich hier. Okay, also hier scheint es irgendwie wie so ein Phaser zu sein, der das so ein bisschen breiter macht, das Instrument. Auch geil. Und ich vermute, die drei hier oben werden also für das Instrument insgesamt sein. Color ist vermutlich so, ja, Saturation. Ja, ne? Also irgendwie so Saturation und macht es auch ein bisschen darker. Vielleicht ist hier so ein Filter noch mit eingebaut, weiß ich nicht genau. Ist vielleicht auch nur bei dem Instrument so und wenn wir jetzt auf ein nächstes Preset springen, dann ist es wieder anders. Kann natürlich sein. Time, wahrscheinlich so eine Attack-Geschichte. Höre ich mit Kopfhörern ehrlich gesagt keinen Unterschied. Mal gucken, was Motion macht. Höre ich mit Kopfhörern auch keinen Unterschied. Nein, Spaß. Also ganz, ganz deutlich zu hören. Ja, hier haben wir also ein LFO, der dieses Instrument ansteuert. Nice. Aber das mit dem Time irritiert mich jetzt. Wir springen mal zu was anderem. Ja, also hier stimmt, das ist so eine Attack-Geschichte. Wird bei manchen Instrumenten vielleicht einfach nicht so richtig durchkommen. Dafür ballert hier der LFO offensichtlich nicht so. Okay, das heißt, da muss man immer so ein bisschen... Ah ja, das ist also tatsächlich hier nur für diese Seite. Ah ja, okay. Und Color? Oh, man kann es auch sehen. Hier Color, hier passiert was. Aber hier auch, guck mal. Ein bisschen dunkler. Cool. Na gut. Okay, damit hätten wir die Komponenten. Jetzt haben wir hier noch ein Delay. Ja, ein Viertel Delay unten. Ja, unten Reverb. Nice. Yes, also wirklich ein sehr innovatives Plugin. Jetzt beim ersten Drüberspielen habe ich schon richtig viele Ideen gehabt, wo ich dachte so, ey, da kann man noch eigentlich einen ganz geilen Beat draus machen. Vermutlich werde ich genau das jetzt auch machen, aber nee, erstmal werde ich hier Video schneiden und dann werde ich rumspielen. Ein Plugin umsonst bis zum 30.04.
Arturia. Checkt unten auch die Verlinkung auf jeden Fall. Wenn dir das Video gefallen hat und du ihn nicht mehr brauchst, dann lass doch deinen Daumen gern hier, am besten nach oben. Ein Abo dalassen wäre auch richtig nice, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Vor allen Dingen, wenn du auf die Glocke drückst. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail, die findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.